Ja, hi, hier ist der Christian und wir und unsere Ziegen. Heute sind wir wieder dabei, ein bisschen Schnaps zu machen. Ich habe hier eine wunderbare Maische, die hat die Natalia vorbereitet. Ihr erinnert euch, ich war ja in Deutschland und da kam hier eine Nachbarin und hat gefragt, ob Natalia Birnen haben will. Und die Birnen, das waren so richtig leckere, süße Birnen. Und dann hat sie mich angerufen, hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich sag, am besten ist, wenn du jetzt die Birnen nimmst, matscht und das einfach stehen lässt. Also normalerweise ist es ja richtig, wenn man eine Maische macht, dass man dann dazu Hefe dazu setzt. Eine spezielle Hefe, um Alkohol herzustellen. Und dann auch Hefenährsalze und alles. Wenn man das aber nicht hat und wenn man Glück hat, dann kann man auch einfach die Frucht nehmen und die Frucht einfach komplett zermatschen, stehen lassen am warmen Ort und dann fängt dasselbe an, die Hefen, die in der Frucht schon drin sind, Alkohol zu produzieren. Man muss natürlich darin vorsichtig sein. Ich weiß, ihr habt mir schon in den Kommentaren reingeschrieben, ja, so geht das nicht und so kann man das nicht machen. Das hat man früher vor 100 Jahren immer so gemacht. Natürlich mit den neuen Hefen ist es einfach ein besseres System. Man kann Fehlgärung ausschließen, man kann Essigbildung ausschließen. Und deshalb ist es normal, wenn man eine Hefe nimmt, die dazusetzt und dann halt den Prozess kontrolliert durchführen kann. So kann man auch hochprozentige Maischen herstellen. Bei der Maische, da müssen wir gleich nochmal testen, wie viel da Alkohol drin ist. Ich schätze mal so nur so um die 10%. Das ist eigentlich nicht so viel, aber ich habe auch keine Hefe dazu gesetzt, beziehungsweise Natalia, und wir haben auch noch nicht mal Zucker genommen. Ganz einfach nur die Birne. Zermatscht, stehen lassen, mit ein bisschen Wasser. Wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier ein Gärfass, die Sache hat hier so abgeschlossen. Die Gärung ist zu Ende. Riecht auch schon lecker. Das Wasser kann man jetzt wegkippen. Und ja, schauen wir mal an, erstmal wie viel Prozent Alkohol da drin ist. Ich hatte hier, jetzt habe ich es natürlich nicht hier, doch da vorne. Ein Alkoholmessgerät. Und wir können uns mal hier ein bisschen davon abzapfen. Okay, aber da muss ich ein anderes Messgerät nehmen, Entschuldigung. Da muss ich eins nehmen, was für Wein geeignet ist. Also wenn ihr die Maische testen wollt, braucht ihr ein Messgerät, was für Wein geeignet ist. Da ist es auch zum Beispiel, um Öxle-Werte zu messen, Zucker zu messen. Und hier bei diesem Messgerät kann ich halt auch Weine messen, bis 18% Alkohol. Jetzt wollen wir das mal tun. Ja, wenn ihr das guckt, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, haben wir hier einen Wert von 10% Alkoholgehalt. 10%. Es kann sein, dass das sogar ein bisschen höher ist. Ich vermute, dass es liegt jetzt so bei 11%, weil dieses Gerät ist geeicht auf 20 Grad. Und das hier ist bestimmt nicht 20 Grad, das ist jetzt vielleicht 10 Grad. Es kann sein, dass da noch mehr Alkohol drin ist in der Maische. Okay, aber die kann man so auf jeden Fall nehmen. Dann wollen wir uns mal das vorbereiten. Und ich fülle das jetzt mal ab, erstmal in den Eimer. Und dann kommt das in meinen Kochtopf. Und wie ihr wisst, benutze ich zur Abdichtung Teig, Mehl, den knete ich mir. Und ich bringe das Ding mal zum Laufen. Und danach sehen wir uns wieder. Ja,
Ja, was ich jetzt auf jeden Fall auch noch da rein tue, ist der Nachlauf von meinem Gebrannten, den ich letztes Mal gemacht habe. Und das kommt jetzt hier auch noch mit da rein. Da habe ich dann auch noch die Geschmacksnoten von diesem Nachlauf dabei. Bitte natürlich nicht den Vorlauf reinkippen. Das wäre fatal. Jetzt sehe ich, hier ist noch ein bisschen Platz. Tun wir das noch auffüllen. So, jetzt habe ich angemacht, aber was ist passiert? Kein Licht. Jetzt habe ich erstmal alles geguckt. Ich denke, hä, vielleicht ist das Gerät kaputt. Nee, ist wieder Stromausfall. Jetzt werde ich mal eine Stunde abwarten und wenn das dann zu spät ist, dann muss ich das am nächsten Tag machen. So, jetzt bin ich unter die Moonshiners gegangen. Die haben mir jetzt gerade das Licht wieder angemacht. Und jetzt muss ich hier kochen in der Dunkelheit. Ich habe zum Glück eine Taschenlampe oder so. Wir sind jetzt gerade hier am Anfang, wie ihr sehen könnt. Erstmal 10 Grad, also das ist wahrscheinlich Außentemperatur. Ich habe jetzt gerade mit dem Heizen begonnen. Und ja, muss ich halt jetzt im Dunkeln arbeiten. War auch mal interessant. Man fühlt sich richtig wie so ein Moonshiner. Also wenn es gleich anfängt zu tropfen, dann zeige ich euch mal, was passiert. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe jetzt hier meine Elektroheizung. Hier sind so Heizmanschetten um meinen Brennbehälter drum, meine Brennanlage drum. Ich habe die jetzt hier eingepackt, weil es halt draußen auch schon ziemlich kalt ist. Ich denke, dass die Außentemperatur so um die, schauen wir mal, so 5 Grad ist. Jetzt im Moment ist es 10 Grad, aber das ist natürlich auch noch ein bisschen wärmer. Durch das Licht jetzt hier, durch den Dampf. Das wird jetzt schnell gleich ansteigen. Hier geht das halt ins Rohr und dann hier abwärts in meine Kühlanlage. Das ist die Kühlanlage, die ist auch schon angeschlossen und hier sollte gleich das Destillat raustropfen. Wegen der Temperatur muss ich das jetzt noch mehr einpacken, damit das nicht auskühlt und damit das ein bisschen schneller wird. Stjupka, was machst du denn hier? Hm? Ja, die Kerzen sind auch gekommen. Na, ihr treuen Freunde, wollt ihr sehen, was ich hier mache? Ich bin unter die Moonshiner gegangen. Ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Na, jetzt kann man wirklich deutlich sehen, wie der Dampf hochschießt. Ja, und jetzt müsste es auch gleich anfangen zu tropfen. So, 78 ist jetzt eigentlich so der Vorlauf. Da fängt es so langsam an. Ich denke mal bei den Temperaturen ein bisschen vielleicht stärker, muss ich ein bisschen mehr rechnen. Aber jetzt müsste es gleich auch anfangen zu tropfen. Gehen wir mal hier unten hin. Ja, hier ist schon Dampf. Und hier läuft es auch schon. Seht ihr das? Da läuft der Vorlauf rein. Ja, wunderbar. Klasse. Wenn sich das jetzt stabilisiert, dann kann ich das abtrennen. Und dann kommt der richtige Edelbrand.
50 haben wir jetzt hier. Relativ genau. Ja, das ist geschuldet an der Temperatur natürlich. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, also meine Alkoholanzeige ist im Moment nicht brauchbar. Also ich gucke mal ein bisschen, so wie sich das bewegt, aber das stimmt nicht. Muss man halt mal probieren, wie der Geschmack ist. Also da kommt die Birne richtig gut raus. Ja, das ist jetzt auch, sage ich mal, so um die 45%, denke ich mir mal. Sehr gut. Ich bin jetzt hier bei Glas 4. Ist nicht so viel, aber ich bin zufrieden. Kann noch was laufen. Auf jeden Fall. Auch hier die Anzeige der Temperatur, das stimmt alles nicht heute. Aber ist ja nicht schlimm. Gestern Abend ist es ein bisschen spät geworden. Und da konnte ich auch nicht mehr so gut filmen. Ich wollte euch heute noch mal zeigen, wie ich den Schnaps verschneide, den ich gestern gemacht habe mit der Birne. Und wie ich immer habe, habe ich hier die ganzen Sachen abgetrennt. Natalia hatte gestern ja auch schon mal probiert. Und ja, jetzt habe ich eigentlich vor, das eigentlich nur zusammenzuführen und dann auch mal zu probieren. Und machen wir das doch mal schnell. Riecht wunderbar. Was ihr hier seht, ist einfach nur eine zweite Charge. Die mache ich heute. Ich hoffe, ich habe auch heute keinen Stromausfall und das läuft gut durch. Ich meine, wenn es keinen Strom mehr gibt und das dann stoppt, ist auch nicht so schlimm. Mit dem Nachlauf, das sind hier diese zwei ungefähr. Das seht ihr auch schon, dass der so ein bisschen milchiger, trüber ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb tue ich erst die vorderen nehmen, die ersten, den Edelbrand sozusagen, und kann dann noch etwas vielleicht davon nehmen, um das noch abzustimmen. Wenn ich das dann nicht gebrauchen möchte oder kann, kann das dann wieder hier auch beim nächsten Mal, wenn ich Schnapsbrenner dazugeführt werden. Das habe ich ja auch heute gemacht. Ich habe also noch ganz viel von dem Nachlauf gehabt. So ungefähr so ein Pott voll. Und den habe ich auch hier zu dem neuen Birnenschnaps gegeben. So. Jetzt haben wir jetzt erstmal hier den Edelbrand abgefüllt. Bisschen mehr wie ein Liter. Und das kann man jetzt auch noch mal messen. Dafür habe ich hier so ein kleines Glas. Ich muss allerdings jetzt auch schauen, der Schnaps ist ziemlich kühl. Sprich, das wird nicht ganz hinhauen. Ich muss da immer so ein bisschen 2-3% drauf rechnen. Und dementsprechend dann schauen, wie viel der abgestimmt ist. Aber der sieht gut aus. Ja, 40%. Wenn da jetzt noch die 3% draufkommen, dann reicht mir das. Und die restlichen hier, den kann ich nachher nehmen. Den nehme ich diesmal gar nicht dazu. Ja, da habe ich mein kleines Schnapsglas da vorne. Wollen wir mal ein bisschen probieren. So. Ja, wunderbar aromatisch. Also da kommt die Birne wirklich richtig gut raus. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz der kleinen Schwierigkeiten.
mit dem Stromausfall gestern. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.